Das war, glaube ich, von Anfang an so eingebaut, dass man, wenn man sich irgendwo untergestellt hat oder nah an irgendwelchen Ecken stand, dass es da ein bisschen wärmer war, dadurch, dass der Wind da meistens dann nicht so lang pfiff. Ah. Hier vorne haben wir noch so einen Container. Nochmal einen blauen. Ich hoffe, das mit den Frames geht klar. Ich installiere gerade im Hintergrund noch was anderes. Sollte keine großen Auswirkungen haben. Vielleicht finden wir hier mal ein bisschen Munition. Ich mache euch mal noch ein bisschen Licht. Das Ding ist halt, die Waffe wiegt halt auch einfach mal 4 Kilogramm. Die haut... Oh, ich dachte, hier stand auch noch eine drin. Die haut natürlich schon mal ordentlich rein. Das sind simple Tools. Damit können wir die Werkzeuge reparieren, die wir so finden. Das Ding lasse ich hier stehen, weil, ganz ehrlich, ich habe noch nie ein Werkzeug repariert in dem Spiel. Einfach aus dem Grund, weil ich vorher schon immer gestorben bin, bevor dann mal eins kaputt ging. Aber Nähkästchen würde ich echt gern finden und mitnehmen. Was haben wir hier? Achso, nochmal ein Oberteil, ein Pullover. Nochmal ein Dosenöffner. Was wiegt denn das Teil? Ach, scheiß drauf. Ich guck mal eben, was wiegt denn unser haben wir noch gar keinen? Nee, natürlich nicht. Wir haben in dem Spieldurchlauf noch gar keinen gefunden gehabt. Genau, das ist der erste. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Ich war der Meinung, wir hatten schon einen direkt am Bunker damals gefunden. Dem war nicht so. War mal gespannt, wann das nächste große Update vom Spiel rauskommt. Vielleicht auch mal der Story-Modus. Da bin ich ja sehr gespannt drauf, wie sie das einflechten. Was da dann alles so passiert, dass man dann... Da unten flackert es ein bisschen umher. ob man dann auch noch ein bisschen mehr über die beiden Personen erfährt. Man kann zwar ein bisschen was rauskriegen, steht ja auch da teilweise was dazu da. Der Kerl hier, das ist irgendwie ja, ein alteingesessener Pilot. Alkoholiker oder so. Und die Dame hat wohl, oder hat oder hatte einen Mann, ich weiß nicht, ob es der Ex-Mann ist, der Alkoholiker ist. Da unten liegt jemand. Eine alte Holzbrücke haben wir hier gefunden. Da kann ich nicht weiter gucken. Können wir hier mal so ein bisschen ums Eck schauen? Da unten liegt halt jemand. Nee, hier möchte ich ungern runter. Überleben würden wir das zwar locker, wenn ich mich da nach und nach runterlasse, aber wie gesagt, wenn der stürzt und der verletzt sich dabei, dann schleichen wir den Rest. Ach, das ist ein Holzstamm. Müssen sie mal entfernen. Haben sich wohl erst im Nachhinein entschieden, doch hier noch so einen kleinen, also ein Steinchen hinzusetzen. Ah, hier geht es noch weiter hoch. Oh, das ist ja interessant. Ich habe gedacht, das endet bald und führt dann wieder nach unten. Na, das ist ja super. Dann gehen wir hier noch weiter. Und bisher? Was ist denn heute für ein Tag? Steht das hier, ob hier irgendwie Montag, Dienstag, Mittwoch oder so ist? Bestimmt ein Montag. Ach Mist, ey, ich wollte es gerade erzählen, ist bestimmt ein Montag, wo nicht mal die Wölfe Bock haben, ihre Arbeit zu vollführen. Scheiße. Da ist einer, aber den können wir, denke ich, umgehen, ohne dass der uns überhaupt mitbekommt. Können wir mal hier hoch, falls das funktioniert? Nee. Ach komm schon, wenn er doch so eine kleine Hüpferchen machen könnte. Okay, der ist hier unten, der ist gerade hier hinter dem Baum verschwunden. Da kommt er. Den Kopf hat man gerade gesehen. Tja, da scheint auch nichts. Ach, guck mal da hinten. Da ist eine Hütte. Genau da gehen wir jetzt direkt hin. Solange der Wolf hier auch Abstand gewinnt. Und da geht es auch noch weiter. Das ist ja super. Das ist ja echt klasse. Da bin ich doch mal gespannt. Ist das vielleicht das Gegenstück zur Jägerhütte, wie ich es immer genannt hatte? Aus dem ersten Gebiet.
Wie hieß es denn? Mystery Lake war das, glaube ich. Der geheimnisvolle See. Hat keinen Schornstein, der raucht. Also schon mal nicht, aber vielleicht noch mal ein bisschen Munition. Finde ich ganz cool. Ist aber auch so eine Standardhütte. Ach hier, Sardinen. Ja, komm, nimm halt mit. Milch kannst du auch mitnehmen. Brecheisen haben wir, da können wir die Teile auch aufmachen, die Spinne. Da ist manchmal auch noch was Brauchbares drin. Looks like this has been here a while. Ja, das lasse ich direkt mal da, diese kleinen Metallteile, um irgendwas zu reparieren. Energieriegel nehmen wir mit, bringen gut Kalorien, wiegen nicht viel, nehmen nicht viel Platz weg. Das war schon wieder. Boah, das ist aber enttäuschend. Das ist enttäuschend. Da gehe ich direkt mit nach unten gezogenem Mundwinkel wieder raus. Und hoffe, dass der Wolf nicht wieder zurückgekommen ist. Ist halt auch so ein bisschen schade, so ein paar mehr kleine Geheimnisse. Oder halt einfach versteckte Sachen, die man hätte mal mit einbauen können. Kommt ja vielleicht alles noch, ist ja nach wie vor noch eine Alpha-Version. Oh, Baum. Kann ja alles noch kommen. Dass hier und da vielleicht mal tatsächlich eine klitzekleine Höhle gibt, wo vielleicht auch mal ein, zwei Schuss. Das würde ja schon reichen. Oh, oh. Nicht verletzt, Gott sei Dank. Das würde ja schon reichen. Ruhig mal so zwei Schuss irgendwo ganz entlegen. Hier und da mal drei, vier Stellen in der Spielwelt. Kann natürlich auch sein, dass es hier in dem Gebiet sowas gibt. Da möchte ich meine Hand für nicht ins Feuer legen. Also, ah, hier geht es noch höher. Das kann natürlich alles sein. Das haben wir ja noch lange nicht komplett erkundet. Bei Mystery Lake, da kannten wir uns dann ja sehr gut aus zum Schluss hin. Das lief ja dann relativ gut. Da wusste ich genau, wo ist das Gewehr. Wo finde ich Munition? Wo liegt überhaupt alles rum? Und da wussten wir auch genau, in den Staudamm, da sollten wir die Finger von lassen. Da ist dieser, wie hieß der Wolf? Fluffy nannten die Entwickler den, glaube ich. Guckt mal, hier ist ja eine richtig schöne breite Straße. Ey, ich könnte wetten, da oben kommt auch diese Jägerhütte. Vielleicht schaffen wir es noch in der Episode, dahin zu kommen. Natürlich vorausgesetzt, hier kommt kein Wolf um die Ecke. Wie sieht's denn aus? Hunger und Durst hat er. Da gibt's mal wieder, der ernährt sich fast für nichts anderem. Ja, so da. Kommt gleich noch eine. Von mir aus mal eine andere. Ja. Orange. Ja, sieht besser aus. Hier unten am See, da gibt es natürlich viele kleine Häschen. Bräuchte man halt noch ein paar Sachen, um da auch mal eine Falle herzustellen, um die dann vielleicht später mal zu fangen. Aber bisher ist es echt absolut nicht notwendig. Durch das ganze Futter, was wir hier gefunden haben. Da hinten geht es auch noch weiter, aber ich glaube, da war auch bloß so ein kleiner... Ach, hier ist nochmal so ein Container. Na da, schauen wir uns doch die Sache mal an. Okay, das war also so eine Abladestation hier für die Holzstämme. Die wurden hier auf die... Wurden die auf die Züge geladen oder von den Zügen zurück? Ich denke mal... Könnte tatsächlich sein, dass die... Von dem anderen Gebiet, da gab es ja so eine richtige Stätte, beziehungsweise so ein Gebiet, wo die abgeholzt wurden, die Bäume. Da standen die auch schon teilweise so rum. Oder lagen hier auf den Bergen, auf den kleinen Häufchen aufeinander gestapelt. Dass die bis hierher transportieren, da gab es ja auch Schienen. Und dass die hier dann unten über den See dann weiter transportieren. Kann natürlich sein. Seit wann habe ich denn diese Einblendung von Steam rechts unten? Ist mir neu. Muss ich mal ausschalten. Zeitung nehmen wir mit. Steht nach wie vor nichts Interessantes drin. Was haben wir hier? Noch ein Dosenöffner? Da haben wir einen. Nein, das brauchst du nicht. Hast eine Hose an. Eine relativ gute sogar. Oh, hier oben pfeift der Wind durch. Hört er das?
Hier ist auch nicht viel los, da können wir wieder rausgehen. Ich habe echt gedacht, es geht noch höher. Und hier kommt noch mal eine schöne Hütte. Vielleicht haben wir ja hier hinten noch irgendwas. Ach, schade. Kein kleines Kästchen Munition. Wir können hier bitte schön der Wind durchpfeifen. Gehen wir ein paar Meter. Hier vorne sieht es besser aus. Schauen wir uns das andere Ende mal an. Hier liegt mal einer rum, bestimmt auch vom bösen Wolf angefallen. Ja, nimm das mit, komm. Werfen wir es auch. Bis zum Anheizen. Kaffee ist alle, sehe ich gerade. Müsste gerade mal nachschauen, ob noch was drin ist in der Tasse. Geht's hier weiter? Ach, guck mal, da sprudelt sogar noch ein bisschen der Wasserfall. Ist noch nicht zugefroren. Das wäre klasse. Ich wieder hoch, wenn ich jetzt runter gehe. Sieht mir so steil aus, die kleine Schräge. Ich lasse es mal, dass wir nachher wieder nicht zurückkommen. Okay, wenn es hier hinten, so wie es mir schon wieder aussieht, doch nicht weitergeht, dann können wir da auch gleich mal runter gucken. Aber vielleicht finden wir ja hier mal was Geheimes. Travel to... Was? Was ist ein Ryan? Ein Moment. Moment. Ist das die Stelle, wo hier vorne rechts gleich der Staudamm kommt? Wir haben ja immer noch... Ach so. Nee. Das ist was... Wo sind wir denn hier? Na, guck mal einer an. Das gibt's doch gar nicht. Ah, das wäre geil. Ist das, gehört das noch zum... Ja, toll, ey. Das ist jetzt wieder so eine Sache, wo ich nie weiß, ob wir hier drüber balancieren können. Ich probiere es einfach mal. Oder ob wir da runterfallen. Scheint nicht. Wir probieren es jetzt mal. Kommt drüber. Ja, super. Das ist ja nett gemacht. Guckt euch das mal an. Hätte ich echt nicht gedacht, dass es da durchgeht. Passiert ja was, wenn ich hier... Nee. Das ist ja genial. Aber hier scheint es ganz schön kalt zu sein. Das geht eigentlich minus 9 Grad. Gefühlt. Ist das nur so ein kleiner Zwischenabschnitt zwischen den beiden Gebieten? Kommen wir jetzt gleich zum Mystery Lake. Ja, das könnte echt gut sein. Könnte tatsächlich, ich hatte es glaube ich schon mal irgendwann erwähnt, dass die Gebiete, ja genau, tatsächlich. Und da kommen wir auch genau an der Stelle raus, wo wir dann gleich von rechts den Staudamm finden. Da wo unser Kumpel Fluffy drin ist. Wenn ich jetzt nur ein einziger Schuss dabei hätte, würde ich direkt rein und das Vieh platt machen, versuchen platt zu machen. Genau, da liegt immer noch das Tier tot rum, hier ist der Staudamm und da könnte halt dieser gemeingefährliche Wolf drin sein.
immer wieder in dem alten Gebiet. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Scheiße, da vorne ist ein Wolf. Scheiße, wir überladen jetzt gerade schon wieder. Ach, kacke, nee, ich will nicht in den Staudamm rein. Wir bräuchten eigentlich was zum Schlafen. Wisst ihr, was wir machen? Vielleicht geht das, ja? Wenn wir den... Wow, 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 wow. Klappe dein. Wir haben den Schlafsack dabei. Und mit dem Schlafsack versuche ich jetzt mal in diesem kleinen Zwischengebiet zu schlafen. Weil ich glaube, dass da keine Wölfe sind. Und aus dem Grund können wir da schlafen, damit uns da keiner überfällt mitten in der Nacht. Wir probieren das einfach mal hier direkt. Klappt das tatsächlich, ja? Okay. Moment, das machen wir anders. Wir heilen uns nochmal voll vor. Was heißt heilen? Wir trinken und essen nochmal ein bisschen was. Damit wir auch genügend Kalorien dabei haben, um die ganze Sache zu überleben. Und ich hoffe, der erfriert mir hier nicht in der Nacht. Aber ich denke, der Schlafsack, der sieht eigentlich gut aus. Der dürfte doch warm halten, oder? Genau, wir pennen jetzt einfach mal die 12 Stunden. Ah. Ich hab mal aufgehoben. So, drück die Daumen, dass wir bitte, bitte nicht... Alter! Wieso denn? Alter, wieder ein Tag und 12 Stunden. Och, leck mich doch am Arsch. Echt. Oh, nee. Wozu ist denn dieser verkackte Schlafsack sonst da, wenn ich da nicht mal pennen kann? Woran bin ich denn jetzt gestorben? Ich hatte keine Krankheit. Wir waren voll mit Kalorien. Durst, Hunger hat alles nicht gehabt. Ist er erfroren? Ist er echt erfroren? Dann hätte ich das gerne als Meldung, dass er erfroren ist. Ach. Das ist echt traurig. Die letzten Versuche irgendwie zu überleben haben wir es, glaube ich, nie über 2 Tage geschafft. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Im Nachhinein ist man immer schlau. Jetzt denke ich mir gerade, scheiße, wärst du doch einfach mal in den Staudamm reingegangen. Ach, naja, gut. Müssen wir halt wieder von vorn beginnen, allerdings erst in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.